Ja. Na. So. Ach, nee, das war nichts. So, so, so. Oh, ich muss schlafen. Kommt her! Da, komm her! Na, die erste ist schon draußen. Da, kommt! Kommt! Ich mach noch ein bisschen hier, bis ihr endlich kommt. Alle drei, alle drei, alle drei. Ja, 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 ja. Komm! So, einmal, zweimal und jetzt hier. Und schlafen gehen. Schlafen gehen. Na, ist schon eine Stimmung hier, oder? Die Sterne, da wird's richtig dunkel. Und hier richtig hell. Na, sieht schon, muss ich zugeben, schon cool aus. Und schaut euch mal den Kies. Ja. Ihr könnt vielleicht später dann die Videos vergleichen. So. Was mache ich hier? Ich glaube, ihr kommt die Sammeln hin. Brötchen. Ich kann noch 11 Brötchen machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist das etwa Bello, der reinkommt? So, 55 Brötchen. So. Kann ich was hier legen? Ja, ich könnte den Eimer. Denn den werde ich jetzt nicht brauchen. Und die Knochen? Ja. Die Knochen kann ich auch. So. Ich gehe schlafen nicht mehr. So. Ups. Ja, gute Nacht. So, ein wunderschöner guten Morgen, bitte. Helle Sonne. Wow! Oh, wie kommt der verdammt nochmal hier rein? Gibt's doch gar nicht. Oh, der nächste! Oh ja. Wie kommt der hier rein? Oh. Gibt's doch gar nicht. Mein Herz. Mein Herz. Ach nein, ey. Das ist doch... Die Wohnung hier nicht richtig ausgeleuchtet? Och, Money. Das dauert jetzt wieder, bis es schön grün wird und ich habe keine Erde mehr. Ja, da guckst du, oder? So. Ja, ja, da guckst du. Hier haben sie auch die Fenster. Oh, ja. Ja, ich muss Erde holen. Falsche. Da steht noch extra ganz groß Erde. Heiße Nacke. Oh, das war die Truhe. Oh, die scheiß Creeper. So, da kann er sowieso nichts respawnen. Das ist nur ein kleines Loch. Och, Mann, ey. Ich frage mich, ob das hier wirklich so dunkel ist. Ja, wenn man morgens aufsteht und ein Creeper steht, ihr wisst ja, wie es ist, ja, also... Dann freut man sich wirklich drüber. Naja. Okay, ich hoffe, er hat nicht vieles kaputt gemacht. Doch, die Tür hat er kaputt gemacht und ich brauche Holz.
Und die zerstören dann gleich so viel Baumaterial. So, komm her. So, und hier drin war eine Truhe. Die Betonung lag auf wahr. Ja. Da war mal einer. Ah ja, ja. Creeper, ich hasse die Viecher. So, Truhe. Dann brauche ich ein Fenster. Ein Fenster. Eine Tür, dann mache ich das letzte Holz auch noch da rein. Da können wir schön mischen. Ja, also ihr seht's. Da passiert nicht viel. Holz, da kann ich den Zaun erstmal hier hinlegen. Oh, dann brauche ich die Fenster. Oh Mann, ey. So. Und da drin die Truhe. Die war hier. Moment, was war drin? Ja, die Sichel. Oh, ich bin ruhig. Oh ja, die heißen nachher, ja. Ich bin ruhig, weil ich sauer bin. Gibt's doch gar nicht. Hier. Jetzt muss das hier alles grün werden. Ich glaube, ich sollte hier so ein bisschen so... So. Ein bisschen das Ganze erhellen, denn... Vielleicht ist es wirklich zu dunkel hier. So, über der Tür. Und jetzt muss ich Fenster holen. Oh je. Ja, drei Glasscheiben, um die verfluchten Creeper loszuwerden. So, ihr seht, es ist alles fast zerstört geworden. Besonders hier der Boden, der ist total malträtiert. Ja. So, und jetzt werde ich etwas tun. Ich weiß nicht, ob er abstürzt, damit ihr seht. Ich werde hier Grafikeinstellung, ich meine natürlich Texturpacks, und jetzt hier werde ich auf die 256er, ihr seht, die Fotorealism, da werde ich auf die 256er, ich weiß nicht jetzt, wie lange das dauert, bis er sich umschaltet, und dann könnt ihr sehen, den Kies jetzt. Ja, ihr könnt es vorher, also ihr habt es vorher angeschaut, und jetzt schaut es hier danach. Was aber den Speicher natürlich ziemlich in die Höhe treibt. Und ich weiß nicht, 512 habe ich nicht installiert. Denn ich glaube, den habe ich wieder rausgehauen. Denn das war einfach zu viel. Ja, also das... Ja, das wird schon... Er muss das nämlich alles nachladen. Und es macht schon einen riesen Unterschied. Ihr werdet es schon sehen. Gerade bei dem Kies sieht man es eindeutig. Ja, wenn er es endlich umgeschaltet hat. Ich mache das jetzt am Ende, weil selbst wenn er abstürzt, dann war es halt vorbei. Da können wir uns dann in die nächste Folge sehen. So, komm schon. Bist du endlich fertig? Oh ja. Ich hatte nicht vor, eine Stunde aufzunehmen, in dem 20 Minuten davon nur nachladend sind. Komm schon. Ach komm schon, ich will doch die Leute zeigen, wie es den Kies geht. Ja, und was habt ihr denn heute so noch vor, außer jetzt ihr mich dabei zu sehen, wie das Bildschirm nicht nachladet? So, nein, er ist nicht abgestürzt, sondern er tut einfach nur, ja, das kannst du im Hintergrund abarbeiten. Deshalb habe ich eigentlich gedacht, ob ich das vielleicht in eine nächste Folge zeige. Nee, der ist noch nicht fertig. So. Ja, aber dann kann man den Unterschied nicht so gut sehen. Am besten ist immer dieser Vorher-Nachher-Vergleich. Wenn er endlich umschalten würde. Na komm schon.
Ich glaube, jetzt hier ist schon 4 Minuten oder sowas, oder 5 Minuten schon. Bist du endlich fertig? Er reagiert nicht mehr? Nun, wenn er nicht mehr reagiert, dann muss ich doch aufhören. Ja. Ihr seht, ich bin sprachlos. Wie sonst immer auch. Komm schon, na komm schon. Schalt doch endlich um. Ja, also diese Erfahrung habe ich. Also es ist nicht so, dass ich einfach sage, oh, shit, abgestürzt. Nein, also ich habe das schon ein paar Mal während dem Spiel gemacht, um zu testen. Und da hat es wirklich so lange gedauert. So, jetzt müsste aber langsam genug sein, weil sonst tue ich hier abbrechen. Na komm schon, schalt doch endlich um. Oh, ich wollte doch die Leute zeigen. So. Inzwischen haben die es vergessen schon, wie es aussieht. Ihr könnt ja zurückspulen, ja? Also. Einfach. Na, der Video. Ups, kurz zurück. Und da seht ihr den Kiesfeuer. Und. Na, komm schon endlich. Ja, Feuer, Kies und dann jetzt Kies. Komm schon. Ich glaube, ich werde in der nächsten Folge gleich mit dem starten. Ja, dann sehen wir, wie weit wir kommen, ja, wie die Framerate runtergeht. Denn es ist ja nicht nur Minecraft, das läuft, ja. Es läuft im Hintergrund FUBAR, es läuft Outer City. So. Es läuft noch ein paar andere Programme. So. Seht ihr den Kies jetzt? So, und seht ihr jetzt, die Framerate ist in den Keller gegangen. Ja. Aber den Kies jetzt, den könnte man jetzt fast jeden einzelnen Stein rausholen. So, er tut alles nachladen. Aber sonst hat sich nicht viel verändert, wie ihr seht. Deshalb sage ich, die 128er, der 256 lohnt sich nicht für mich, ja. Aber da könnt ihr schon die Blätter sehen. So, ja, die Framerate ist im Keller. Da seht ihr. Also die Blätter. Kann man die einzelnen Blätter erkennen von dem Kartoffel? Ich weiß nicht, ob man das im Video dann erkennen kann. Aber sehr viel hat sich wirklich nicht geändert, ja. Also, da seht ihr. Und deshalb spiele ich mit den 128er weiter. Und ja, hier mache ich eine Aufnahmepause. Ja, wie sieht das krass aus? Ja, schon detaillierter. Ja. Aber jetzt mache ich eine Aufnahmepause. Danke fürs Zuschauen und wir schauen, wenn ihr wollt, ja, hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder, dann wieder mit der 128er. Ja, weil, ja, es ist schon ein bisschen, der geht schon ein bisschen in die Knie. Und ja, viel besser sieht es auch nicht aus, ja, so, das sind so ein paar Details nur. Ja, und ja, ich weiß nicht, ob man das dann auf Video auf YouTube erkennen kann. Deshalb. Na, wie sieht sie aus? Ja, das Bild sieht auch nicht so. Ja, es ist auch nicht so. Na, wie soll ich sagen? Detailliert. Dass man sagt, wow! Wie sieht es bei den Blättern aus? Ja, ich wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen. Aber jetzt will ich es euch eigentlich fast alles zeigen. Und zwar die Blätter. So. Upsala. Wie sieht eigentlich. Ja, also ihr seht also 20. 20 Frames pro Sekunde, also das ist schon ein bisschen. Ja, die Blätter, die sehen auch natürlich gut aus. Ja. Da, die Rinde, die kann man fast anfassen. Aber wie gesagt, das. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video so rüberkommt. Also ich tue es in HD aufnehmen, ich tue es in HD hochladen. Aber. Und jeder Video ist ungefähr 2 GB groß, den ich hochlade für 20 Minuten. Aber sonst, ihr seht, also es ist fast alles, ja, das Gras, das sieht natürlich auch, ja, also wie sehen die Blumen aus?
Ja, es geht so. Aber ich finde, für das, also ihr seht da 50 MB, also 1 GB wird gerade benutzt für die Grafiken. Oder sobald ihr dann irgendwo hingeht, wo es neu ist oder sowas, dann muss er nachladen, dann bleibt ihr stehen. Oder ich bleibe stehen, ja. Also es ist wirklich so, ich bleibe dann stehen. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, damit so, also dafür dann... Dann gehen wir mal kurz in die Höhle. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dann dafür so auf... Na, für diese Detailgenauigkeit, so jetzt. Für diese Detailgenauigkeit, so ein Performance zu verlieren. Ja, also den Kies seht ihr, man kann die einzelnen Steine rausholen, wirklich hier, ja. Sobald ich näher bin, dann kann man das vielleicht irgendwo sehen. Was macht die Kuh da unten? So. Wo kann man Kies? Ach so, da hinten. Da kann ich mich. Oh, da kann ich mich wirklich. Da seht ihr. Und ruckelt schon. So, seht ihr? Kann man sich richtig neben den Kies hinstellen. Da seht ihr, da kann man einzelne Steine rausholen. Ne? Pick den Stein raus, pick den Stein raus. Aber. Ja. Das war's aber eigentlich auch richtig, ja? Zu wenige Vorteile für die viele Ruckler. Ja, also finde ich. Denn so eigentlich ist alles ganz genau fast gleich wie die 128er. Ja, ist alles ein bisschen detaillierter. Ja, also hier kann man die einzelnen Tonscherben sehen fast. Und es wird Nacht. Aber ist schon geil hier, wie die Sonne mit den Shader da durch die Blätter kommt. So. Upsala. Ich würde gern wissen, ob ihr wollt, dass ich weiter mit Shader arbeite. Ja, so wie hier. Der, klar, also ihr werde ich, da ihr seht, also na, 23, 22, also da hier mit der Framerate, die werde ich wahrscheinlich auf 128er kommen, denn dann bin ich bei 30 immer, ja. So, die mache ich weg. Dann bin ich immer bei 30, das ist besser fürs Aufnehmen. Anstatt hier die 20. Gell? Bist du auch der Meinung, oder? Na du, Mello, bist auch der Meinung, oder? Ja. So, und jetzt hier. Aber sonst gibt's nicht so viele Vorteile, dass man unbedingt sagt, ich muss unbedingt bei der 128er bleiben, bei der 256er bleiben. Ja. Es sind nicht so viele Vorteile. Und wenn ihr es unbedingt spielen wollt, mit den 256 könnt ihr ja machen. Nur wirklich, es braucht Ressourcen. Ein neuer Rechner. Und natürlich, wenn ihr wirklich viel habt, könnt ihr sogar den 512er versuchen. So, es ist Nacht. Der Morgen geht hoch. Und ich gehe jetzt schlafen. Und dann mache ich Aufnahmepause. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge. Jetzt habe ich euch alles gezeigt. Umschalten tue ich jetzt nicht, das tue ich offscreen. Also dann, ciao, ciao, gute Nacht.